Hallo, da bin ich wieder, eure Sabine Blumenthal. Im heutigen Video geht es um den weiblichen Zyklus. Du kennst den weiblichen Zyklus schon als Menstruationszyklus. Du weißt schon aus der 7. oder 8. Klasse, was dabei im Eierstock und in der Gebärmutter abläuft. Eine reife Eizelle wird vom Eierstock ausgestoßen, wandert durch den Eileiter bis in die Gebärmutter. Wird sie nicht befruchtet, dann stirbt sie ab und wird zusammen mit einem großen Teil der Gebärmutterschleimhaut abgestoßen und durch die Scheide abgegeben. Sehen wir uns die am Ablauf dieses Zyklus beteiligten Hormone etwas genauer an. Du lernst in diesem Video die Hormone kennen, die für den Ablauf der einzelnen Phasen des weiblichen Zyklus verantwortlich sind. Natürlich löst die Ausschüttung von Hormonen bestimmte Veränderungen und Vorgänge in den Eierstöcken und in der Gebärmutter aus. Was genau da passiert, erfährst du ebenfalls in diesem Video. Was solltest du schon wissen? Es ist von großem Vorteil, wenn du den Ablauf des... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Sofatutor.com. Gute Bildung zu Hause.